Frage ist, warum ist es da so stark? Ist wahrscheinlich da der Grund fürs Gas. Nehme ich jetzt mal an. Mann Schröder, moin. Warum stopfst du nicht erst das Loch? Looten kannst du danach? Ja, da hast du nicht unbedingt Unrecht, ja. Sollte das Loch erstmal finden, ja. Die Frage ist, wo es jetzt ist. Rechts oder links? Jetzt einfach mal rechts weiter. Besser, ich verschwinde hier. Aber hier sagt er... Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Aha, lol. Okay. Während der das entdeckt, verreck ich ja schon. Komm. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Ja, ich komm später nochmal hier hin zum Looten. Aber wenn sie sich nicht schließen lässt. Geh voraus, ich folge dir. Ist auch doof, ne? Jetzt muss ich zu Fuß zurück. Bessere Maske kaufen. Also ich habe die Maske tatsächlich, also ich hatte die Maske gekauft, deswegen weiß ich es jetzt nicht genau, aber vermutlich schon Resistenzgift gut zu gebrauchen, giftigen Luft und öffentlichen Toiletten. Aber es kann sein, warte mal, weil du das jetzt gerade sagst, dass ich eventuell was hab dagegen. Resistenter gegen Elementarschaden auf jeden Fall. Regeneriert eine Zeit lang die Lebensenergie. Was haben wir hier? Oh, plus 50 Resistenz gegen Gift. Das könnte es eventuell sein, ja. Resistenzstrahlung. Resistenzbluten. Resistenzgift. Probieren wir gleich auf jeden Fall mal aus. Ich denke, das wird Resistenzgift sein. Ich glaube, als Gas gibt es nichts. Resistenzrealität. Frost. Ja. Probieren wir gleich mal aus. Das sind Banditen. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ach, das sind die Banditen, die ich beim ersten Mal nicht geschafft habe.
Oh nein. Von dem noch. Ich will die Waffe haben. Boah, interessiert den überhaupt nicht. Hä? Ich konnte nicht dodgen, oh mein Gott. Heute bin ich richtiger Pro. Den kaufe ich mir. Nicht. Jetzt aber. Durch das Beil. Es müssen noch mehr gewesen sein. Oh, das war schlecht. Erstmal speichern. War noch eben gerade mehr. Ah, siehst du. Ich hole ich mir. Bleib hinter mir. Geboxt. Das ganze Mutanten gesagt, ist es unmöglich geworden, noch vernünftige Fische zu fangen. Die schmeißen mir in den Fluss und meine Fische fressen das Zeug natürlich. In meinem letzten Fang hatte ich schon die ersten Exemplare mit 4 Augen. 4, widerlich. Das kauft doch kein Mensch mehr. Außerdem schmecken die echt grauenhaft. Falls du einer der Glücklichen bist und diesen Zettel liest, bevor du deine Angelrute auswirfst, Glückwunsch. Sei schlau und geh weiter. Hier kannst du keinen ordentlichen Fang mehr machen. Okay, alles klar. Oh, altes Medikit. Ja, mit dem Elex. Bremsraketen ist auch immer nice. So, das war's hier schon. Keine Truhe, nix, gar nix. Schade. Gut, dann kann ich die Markierung hier aber auch wegmachen. Soll dieser Merk gelöscht werden, ja. Zack. So, sie latscht bestimmt durch die Mine. Doch nicht.
Ich war in der Mine und habe die Gasquelle gefunden. Im hinteren Teil der Mine treten große Mengen davon aus. Ich glaube nicht, dass man die Quelle wieder verschließen kann. Verdammt! Also haben wir keine Chance, das Zeug wieder loszuwerden? Sieht so aus. So ein Dreck. Aber schlau wie Scrappy ist, hat er schon eine Idee. Eigentlich war es sogar deine. Aber erstmal zu dir. Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Lass dich davon mal untersuchen. Sicher ist sicher. Gas ist gefährlich. Was hast du für eine Idee gehabt? Masken. Wir brauchen Gasmasken. Lass mich raten. Ich soll die Gasmasken besorgen. Brauchst nicht gleich eingeschnappt zu sein. Muss mir ja nicht helfen. Fänd's natürlich schön, wenn du mir hilfst. Der alten Zeiten wegen. Ist halt auch nicht ganz ungefährlich. Leute nur mit Gasmasken in der Mine schuften zu lassen, ist ein ziemliches Risiko. Aber keine Wahl. Wir brauchen das Eisen. Du wirst auch neue Leute brauchen. Ah, scheiße. Da sagst du was. Masken können wir bestimmt von den Morkons kaufen, falls gerade einer ihrer Händler im Vor ist. Die Jungs leben ja unterirdisch. Die haben so ein Zeug. Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Hier, das sollte reichen, um die Masken zu kaufen. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich neue Arbeiter bekomme. Wie viele Gasmasken brauchst du? 5 Stück sollten erstmal reichen. Schau dich mal im Händlerviertel um. Müsstest du da kaufen können. Dann muss ich ja nur 4 Stück kaufen. Hab ja noch eine. Müssen auf wir Lager. Zu den Morkons. Die haben auf jeden Fall welche. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Mine neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingern. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Wo finde ich die schwarzen Bretter? 1 ist bei Chloes Kneipe, 1 bei den Feldern und 1 in der Nähe von Skinnys Suppenküche. Aber sei bei den Feldern vorsichtig. Thorhild könnte das nicht gefallen, wenn wir versuchen, ihre Arbeiter abzuwerben. Alles klar? Dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal nach oben. Kauf die Gasmasken. Und bei dem Händlertypen ist nämlich auch ein schwarzes Brett. Beziehungsweise hier ist irgendwo eins. Meine ich. Da. Erledigt. Haben wir schon mal eins? Mission, finde den Landstreicher. So, jetzt die Gasmasken. Hier den Händler. Ich brauche Gasmasken. Mit oder ohne Filter? Warum sollte ich welche ohne kaufen? Also mit. Verstehe. Für gewöhnlich habe ich welche im Sortiment. Sieh dich einfach um. Ich mache dir auch einen besonders günstigen Preis. Naja, verschon mich damit. Lass uns handeln. Sicher doch. So, Gasmasken, da. $400, was? Das kostet 960.
Ey, die verarschen mich doch hier komplett. Ich hab mir gerade mal 300 bezahlt. Wird hier abgezockt, bis zum geht nicht mehr. Oh, Berserkerbohrung. Das ist geil. Schädigte Kriegsaxt. Aha. Oh, noch eine Stärke und ich kann endlich den Klopfer in die Hand nehmen. Sehr geil. Das ist cool auf jeden Fall. Die Großaxt, die nehme ich auch weg. So. Passt. Ich habe die Gasmasken, die Scrappy braucht. Ich sollte sie zu ihm bringen. Ja, alles gut. Wir müssen eben abchecken, wo die zweite Tafel ist. Scrappy und da ist der Aushang, ja. Gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ach, das ist Scrappy. Was macht er denn jetzt hier oben? Erledigt. Haufenweise Zettel hier. Ich brauche die eigentlich gar nicht. Was denkst du, machst du da? Ich soll für Scrappy nach neuen Minenarbeitern suchen. Geh zu Thorhild und hol dir erstmal ihre Erlaubnis ein, bevor du hier ihre Arbeiter abwirbst. Erlaubnis ohne. Ja. Komm, ich frag's da erstmal, gucken, was passiert. Wie lange willst du noch diese Fleck? Scrappy braucht neue Leute für die Mine. Noch mehr? Er hat doch genug in Arbeit. Es gab einen Vorfall. Das wäre ja nicht der erste. Verrate mir lieber, was ich damit zu schaffen habe. Ich soll hier einen Aushang anbringen. Und du glaubst, das lasse ich einfach zu? Ja, natürlich. Ohne die Mine fehlt dem Vor eine wichtige Eisenquelle. Und ohne Setzlinge können wir unseren Feldzug gleich aufgeben. Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann? Du hast ja mitbekommen, dass uns Werkzeuge fehlen. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern. Aber du kannst dir sicher denken, was passiert, wenn ich die Felder unbeaufsichtigt lasse. Du hast also eine Lösung? Ja. Auch wenn unser feiner Schmied glaubt, er könnte sich einen schlanken Fuß machen und lediglich Waffen herstellen. Aber er irrt sich. Da aus Goliath keine Werkzeuge zu erwarten sind, ist es seine Aufgabe, mir welche anzufertigen. Jemand muss ihm das nur begreiflich machen. Kann ich auf deine Unterstützung zählen? Denk daran, mein Wort hat Gewicht. Es wird sich für dich bezahlt machen. Okay, machen wir. Ich gehe für dich zum Schmied. Gut. Wenn Lasse sich weigert, den Auftrag anzunehmen, sag ihm, dass ich darüber nicht diskutieren werde. Wir bringen die Werkzeuge und dann hoffe ich, kann ich
Wegen der Arbeiter für die Mine. Gibt es einen Weg, wie ich dich überzeugen kann? Ja, warte mal, das. Ist es nicht jedem selbst überlassen, für wen er arbeitet? Natürlich. Sklaverei gibt es bei uns nicht. Dann solltest du den Aushang auch nicht verbieten. Und wenn mir dann die Leute davonrennen? Wer hier nicht arbeiten will, ist sowieso nicht produktiv. Da ist was dran. Gerade die Produktivität darf nicht leiden. Bring deinen Aushang an. Wenn ich es mir recht überlege, wird sich eh niemand dafür interessieren. Wer arbeitet schon freiwillig in muffigen Schächten, wenn er die frische Luft auf dem Feld genießen kann? Nicht schlecht. Ja. Gleichmäßig, habe ich gesagt. Gleichmäßig. So, komm. Erledigt. Ich sollte zu Scrappy zurückkehren. Er müsste noch irgendwo im Vor sein. Hat Thorhild dir die Erlaubnis gegeben? Ja. Na, dann ist ja gut. Okay, ab zurück. Ah, jetzt können wir uns aber hochporten. Muss nicht laufen. Ich hab die Gasmasken, die du brauchst. Du hast echt welche gekriegt? Du bist echt ein Guter, weißt das? Danke dir. Du hast echt so viel für mich getan, ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken könnte. Weißt du was? Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Das sind dir verdient. Hab 900 bezahlt und krieg 200 zurück. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab die Aushänge angebracht. Sauber, mein Jung. Hier, das ist für dich. War's echt eine Riesenhilfe. Das war's. Wir haben's echt geschafft. Bald können wir die Mine wieder in Betrieb nehmen. Ich sorg dafür, dass Fenris erfahren wird, was du für mich getan hast. Vielen Dank nochmal für alles. Ich werde jetzt meine neuen Arbeiter zusammentrommeln und mit ihnen zur Mine gehen. Also, falls du noch was willst, findest mich bei der Mine. Wir sehen uns. Okay, alles klar. Gut. So, jetzt müssen wir zum Schmied. Wo war der nochmal? Das Geile ist jetzt, dass der Scrappy weg ist von seiner Truhe. Dann kann ich den seine Truhe immer bestehlen. Wo war der Schmied? Alchemist? Lasse? Ich glaube, hier ist der. Mal kurz gucken. Muss schon ein bisschen rumlatschen hier. Hier war ein Händler. Okay, das war nicht der Schmied. Nee, der Schmied war oben. Irgendwo. Hier war der Laborateur. Der Schmied, glaube ich, gewesen, ja. Ich sah ein Wein. Ah, doch, Lasse. Du sollst Werkzeuge für die Setzer herstellen. Jungchen, ich bin Waffenschmied. Sollen wir unsere Leute mit Forken und Mistgabeln in den Kampf schicken? Daraus wird nichts. Dann wirst du das Thorhild selbst erklären müssen. Hör mal, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst.
Was sie da von mir verlangt, braucht Zeit. Und vom Eisen fange ich erst gar nicht an. Hab weder das eine noch das andere. Wie viel Zeit und wie viel Eisen benötigst du für die Werkzeuge? Du lässt nicht locker, was? Na schön. Bring mir 25 Brocken Eisenerz und ich schau mal, was sich machen lässt. 25? Vielleicht kann ich den Auftrag ja dazwischen schieben. Mehr als 3 Tage stehe ich dafür aber nicht an der Schmiede. Hier, das Erz für die Werkzeuge. Damit wäre das Materialproblem aus der Welt. Nun zum nächsten. Werd wie gesagt 3 Tage hinterm Amboss stehen. Dafür kriegst du 5 hochwertige oder 10 einfache Werkzeuge. Ich sag immer, Qualität zahlt sich aus, aber 5 Stück werden nicht für alle Sätze reichen. Für die doppelte Menge gebe ich aber keine Garantie. Nur, dass wir uns verstehen. Was darf's also sein? Viel Zeit bleibt mir schließlich nicht. Hochwertige oder einfache, Leute? Ich glaube, wir nehmen die hochwertigen. Ja. Stell 5 hochwertige Werkzeuge her. Gut, du kannst doch halt sagen, sie kriegt ihren Willen. Das nächste Bier geht auf ihren Deckel. Werd ihr die Dinger selber vor die Tür karren. Musst also deswegen nicht nochmal wiederkommen. Okay, das ist cool. Ein Weib und war geblendet. Dann kann ich jetzt wieder runter zu ihr. Und dann kann ich mal gucken, ob ich Scrappys Truhe endlich entleeren kann. Vielleicht kriege ich dann einen Teil meiner Kohle wieder. Wo ist er denn? Da hinten. Deine Freunde stecken? Ich habe ein kurzes Nickerchen gemacht und als ich, Ach, halt den Mund! Abmarsch aufs Feld! Jawohl. Lasse fertig dir die Werkzeuge an. Hat er Probleme gemacht? Er wird in Zukunft wohl auf deinen Namen anschreiben lassen. Typisch. Sonst noch was? Ich musste mich entscheiden, wie viele Werkzeuge er herstellen soll. Dieser Ochse soll einfach seine Arbeit machen. Aber gut, ich kann mir jetzt sowieso nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ich hatte ein paar Unkosten. Ich schlage mich mit Problemen rum und du kommst mir mit Unkosten. Da! Und jetzt hör mir zu. Mir laufen die Arbeiter davon. Während ich versuche, ihre Fehler auszubügeln, läuten sie den Feierabend ein. Du hast sie einfach ziehen lassen? Wo denkst du hin? Ich war für einen Moment abgelenkt. Den hat die Bande genutzt und sich aus dem Staub gemacht. Gerade jetzt, wo die Setzlinge die meiste Aufmerksamkeit brauchen. Du musst sie zurückholen. Keine Diskussion. Ich kann das nicht übernehmen. Ich muss aufs Feld und dafür sorgen, dass uns die Setzlinge nicht eingehen. Wo könnten deine Arbeiter stecken? Wenn ich das nur wüsste. Weit können sie eigentlich nicht sein. Ich tippe auf das Vor. Fressen und saufen. Nach mehr steht ihnen nicht der Sinn. Gucken wir doch mal nach. Unfähige Arbeiter. Nette Quest. Okay. Und dann noch einmal da rein. Ich meine, ich finde es ganz cool, die Quests auf jeden Fall hierfür zu machen.
Aber ich denke, Berserker werde ich nicht. Also zumindest werde ich mich wahrscheinlich nicht den Berserkern anschließen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, zu welchen wir wieder gehen. Sind das nicht die Arbeit? Wie ich sehe, habt ihr eure Masken schon auf. Gut, gut. Muss euch jetzt aber noch ein paar Sachen erzählen, bevor es losgeht. Ja, aber kommt erstmal näher, damit der alte Scrappy nicht so rufen muss. Wie geil ist das denn? Gut, gut. Also, aufgepasst. Wir brechen gleich gemeinsam auf zur Mine. Nehmt mit, was ihr braucht. Was zu futtern, kippen, eine Waffe. Werkzeug bekommt ihr, wenn wir da sind. Und denkt dran, die Mine ist voller Gas. Tauscht also regelmäßig die Filter. Alles klar? Dann los. Sehr gut. Mhm. Scheiß Bezahlung, scheiß Arbeit, scheiß Leben. Scheiß Bezahlung, scheiß Arbeit, scheiß Leben. Die Alte hat heute wieder eine Laune. Ich sag dir, bei nächster Gelegenheit schmeiß ich hin. Okay, also die sind alle nicht so... Ich verstehe nichts von der Arbeit hier. Aber helfen will dir auch keiner. Kollege, da ist noch immer was in der Flasche. Komm später wieder. Bei dem ist immer was in der Flasche. Tja, wenn die Klinge stumpf ist... Keine Zeit. Wie kannst du das sagen? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Hier wird okay. Dauernd angebaggert. Ich bagger die doch gar nicht an. Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Ich gebe dir einen Rat. Wenn du eine andere Arbeit als diese hier findest, nimm sie. Manchmal wünsche ich mir den Duke zurück. Keine Zeit. Die Alte schaut sich herüber. Denk einfach nicht drüber nach. Zu viele Ohren, die zuhören. Okay. Was soll ich jetzt machen? Die Alte hat heute wieder eine Laune. Ach, warte mal, vielleicht den Türsteher irgendwie? Nee. Auch nicht. Aber Chloe... Wegen Ivans Lebensmitteln. Ist das obere Viertel mittlerweile zugänglich? Nicht, dass ich wüsste. Dann kann ich nichts für dich tun. Okay. Schwierig. Wollen alle nicht mitkommen? Ich glaube, da muss ich nochmal zu ihr zurück, wahrscheinlich. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das war noch nicht alles. Du kennst deine Aufgabe. Hä? Wir wollten noch nicht mit mir mitkommen. Irgendwie umsonst war die runtergelatscht. Oh, blöd.
Ist die Frage, was ich da machen kann. Soll ich die alle verprügeln, oder? Scheiß Arbeit, scheiß Leben. Ja, die lassen ja nicht mit sich quatschen. Das ist ein Problem. Haben wir hier noch mehr? Nee. Sätze. Die Alte hat heute wieder eine Laune. Ich sag dir, bei nächster Gelegenheit schmeiß ich hin. Gucken, was der Lok sagt. Ach, was juckt mich das? Thorhilds Setzer stammt fast ausnahmslos aus den Reihen der Überläufer. Sie hält von den ehemaligen Outlaws nicht viel. Ihrer Ansicht nach sind sie faul, nie da, wenn man sie braucht und unvorsichtig im Umgang mit den Setzlingen. Ich soll sie suchen und dafür sorgen, dass sie sich wieder an die Arbeit machen. Thorhild ist sich sicher, dass ihre Setzer irgendwo im Fort stecken. Ja, muss ich die jetzt verkloppen oder was? Ich tu mal speichern. Kann ich die irgendwie verkloppen? Okay, nein. Ich hab mal eben eine Schlägerei angezettelt. Angeblich sind sie noch immer in Goliath. Das hat echt scheiße gespielt. Wie kann das sein? Das musste ja schief gehen. Denk einfach nicht drüber nach. Jetzt nicht. Zu viele Ohren, die zuhören. Meine Meinung. Will ja keiner hören. Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, was juckt mich das? Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Probier mal was aus. Mich interessiert das nicht. Tja, wenn die Klinge stumpf ist. Wie auch immer. Okay, nein. Sage ich das nicht. Funktioniert nicht. Bist du sicher? Oder ist das heiß? Ja, die draufgegangen ist. Darauf kippe ich mir ein. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wieso hat er das getan? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Na, auch in der Gegend. Hast Durst bekommen, was? Ach, das ist der Einzige, mit dem ich nicht gequatscht habe. Solltest du dich nicht um die Setzlinge kümmern? Das kann warten. Thorhild sieht das anders. Dann soll uns die Alte anständig bezahlen. Glaub mal nicht, dass wir uns absichtlich drücken. Wir wissen, dass von den Setzlingen viel abhängt. Reißen uns regelrecht den Arsch für sie auf. Aber deswegen nur eine Handvoll Kröten kriegen? Ich bitte dich. Die Splitter sind das Problem? Wenn es denn mal welche geben würde. Machen wir was falsch, kürzt uns das Weib den Lohn. Warum klärt ihr das nicht mit ihr? Sie hört doch gar nicht zu. Sieht nur das beschissene Grünzeug.
hat an allem etwas auszusetzen. Die Setzlingsaufzucht ist nicht einfach. Für sie vielleicht, ja. Aber sie hat die Feldarbeit auch gelernt. Und wir? Guck dir unseren Haufen doch an. Die meisten stammen aus der Gosse. Da bringt uns ihre Klugscheißerei auch nicht weiter. Ein paar Splitter sind das Mindeste, was sie tun kann. Entscheidet Thorhild alleine, wie viele Splitter euch zustehen? Denk schon. Aber die ist so geizig, die wechselt sicher nicht mal ihre Unterwäsche. Kannst du nicht mal mit der Alten sprechen? Wenn du sie überreden kannst, dass mehr Splitter in unserer Lohntüte landen, machen wir uns gleich wieder an die Arbeit. Ehrenwort. Wirklich? Okay. Also, quatsch mal nochmal mit ihr. Mal sehen. Und? Hast du die Setzer gefunden? Ja, Butch hat mir gesagt, sie wollen mehr Splitter. Undankbares Pack! Zählt meine Ausbildung denn gar nichts? Von der halten sie auch nicht viel. Und dann mehr Splitter wollen? Na, warte. Ein bisschen Elixit wirst du doch noch entbehren können. Dir dürfte nicht entgangen sein, dass viele Setzlinge viele Setzer bedeuten. Da wird aus deinem ein bisschen schnell ein ganzer Haufen. Fenris lässt mir aber nicht mehr finanzielle Mittel zukommen. Also muss ich mit dem haushalten, was ich habe. Du siehst, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Oder hast du eine Lösung parat? Ja, ich rede mit Fenris erstmal. Ich gebe dir noch keine 2000 in die Hand. Ich wette, er wird nicht einen Splitter rausrücken. Das wird sich zeigen. Erwarten. Ich quatsche erstmal mit Fenris. Ich gebe keine 2000 Splitter her. Am Arsch. Zeigen? Kann das nicht warten? Nee, ist echt wichtig. Na, wenn das so ist, was liegt denn an? Weißt du, ich will dir nicht nur was zeigen, ich will auch deine Meinung hören. Mir hört nämlich niemand zu. Was gibt es denn, Kleine? Ich will euch was zeigen. Was genau willst du uns denn? Ja, ja, jetzt komm schon. Wir müssen hinter Hitchs Hütte. Eigentlich darf ich da gar nicht mehr hin. Aber nun bist du ja dabei. Ich fange schon jetzt an, es zu bereuen. Keine Sorge, Onkel. Hinter Hitchs Hütte. Da sind wir. Jetzt bist du sprachlos, was? Wie, hier ist doch nichts.